Ja, hallo. Spät am Abend ist es. Ich habe gerade frisch gepackt, wie man sieht. Und nun geht's Richtung Flughafen. Und ja, ich würde sagen, lasst uns einfach mal starten. Noch das Licht ausmachen. Licht anmachen. Haben wir hinter uns gebracht, wie ihr gesehen habt, und nun sind wir im Parkhaus. Und ja, ich nehme meinen Koffer und dann geht's auch schon rein. Ab Richtung Flughafen. Yay! So, angekommen bin ich im Hotel. Alter, ich bin so krass im Arsch, das ist unglaublich. Muss man ja mal sehen, sieht man es? Es ist 2:34 Uhr. Jetzt ist 2:34 Uhr, hört sich jetzt gar nicht so schlimm an. In London ist aber eine Zeitverschiebung von einer Stunde. Das heißt, effektiv ist es für mich 3:34 Uhr, also halb vier. Ich habe meinen Wecker ging gestern, glaube ich, also heute, ja, nee, gestern, um 6:40 Uhr. Das heißt, jetzt sind seit 22 Stunden wach. Jetzt nochmal sechs, nicht mal, Quatsch, 5 Stunden schlafen, dann geht es jetzt schon weiter. Dann ist schon Frühstück und dann ist hier Tag losgehen. Das heißt, ich brauche nicht mal wirklich auspacken oder sonstiges machen. Das heißt, ich werde es wirklich gleich schlafen, aber ich zeige euch jetzt noch ganz kurz mal mein Zimmer, weil ja, das ist auch wieder sehr spannend. Also hier, das ist ja immer nett, das habe ich, glaube ich, das hatten wir schon mal bei Bovington, dieses kleine Service, dass es da was zu trinken gibt hier. Da bin ich, hallo. Geil, als ob ich dann Ding ich bin Max Mustermann. So, ja, hier so ein bisschen Ding und bla bla bla. Da ist hier noch eine Tür, da kann man wahrscheinlich dann durch, da ist das Bett. Das ist noch nicht bizarr. Das Bizarre kommt jetzt erst. So, da ist auch noch Fernseher, auch da ist noch alles gut. Die Stromanschlüsse, ich hasse England mit ihren Scheiß-Stromanschlüssen. Ich finde nichts. So, pass auf. Warum es bizarr wird? Ich muss jetzt so ins Bad, dass ihr noch nicht seht, warum es so bizarr ist. So, also, hier Stromanschluss, der einzige, den ich habe. Deswegen steht hier übrigens auch mein Laptop. Weil, Plan ist folgender: Den Laptop nehme ich her, USB-Anschlüsse, also laden, was geht. So, doch nicht so bizarr. Jetzt wird's bizarr. Die Dusche. Der Sitzdeckel der Dusche. Der rote Schnur ist für Behinderte, wenn ich jetzt hier ausrutschen würde oder sonstiges. Und meinem Behinderten-WC, ebenfalls mit roter Schnur, ebenfalls, wenn mir was passiert. Ich habe hier nochmal ein kleines separates Waschbecken, mit dem ich gar nicht anfangen weiß, was ich soll. Also, ich habe ein Behindertenzimmer mit auch einem roten Alarmlicht. Ich weiß, ich habe nichts, also nicht wissentlich. Diese rote Schnur gibt es übrigens sogar auch im Schlafzimmer. Ja. So, da bin ich wieder. Ja, es ist spannend. Es war echt eine lange Reise, weil es ist nicht nur spät geworden, sondern der Flug hatte nämlich auch noch 2 Stunden Verspätung. Deswegen ist überhaupt der Fall erst gewesen, dass ich so spät angekommen bin. Dann war die Fahrt hierher auch nochmal so ein, ja, ein Abenteuer, weil die Fahrt hat auch nochmal länger gedauert als erwartet, weil der zweite Fahrer nicht da war. Deswegen mussten wir mit einem anderen Team warten, bis deren Fahrer kommt. Der hat sich dann, nachdem wir versucht haben, 20 Minuten den zu erreichen, dann doch mal gemeldet, dass er dann in 40 Minuten dann doch mal da ist. Wir haben mit den anderen Jungs, die dann noch sozusagen gewartet haben, haben wir Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Da hat man, Gott sei Dank, hat der Olli gewonnen. Deswegen konnten wir schon losfahren. Die anderen kommen erst irgendwo in einer Dreiviertelstunde, Stunde an, weil die Straßenführung ist auch eine Katastrophe. Wir haben mit einem Mercedes sind wir gefahren worden und der Mercedes, das Navigationssystem ist der größte Mist und ich bin ganz Gott froh, BMW zu verkaufen. Ja, so. Genug der Worte für heute. Tag 1 ist rum. Ihr habt die Ankunft, den Flieger nicht gesehen, aber sonst alles. Ich gehe ins Bett. Morgen gibt's mehr. Gute Nacht. Oh, schönen guten Morgen. Dieser Trip gestaltet sich lustiger und lustiger, muss man sagen, ohne dass man großartig was dazu tut. Ihr seht praktisch da hinten eine große Menschenmenge.
hat den Hintergrund, dass gerade ein Feueralarm hier ausgebrochen ist. In diesem Feueralarm haben wir praktisch, wurde das ganze Hotel praktisch zurückgepfiffen. Also es stehen hier Leute barfuß und mit Kleinstkindern und sonstiges. Es ist auch schon, auch die ganze Prominenz ist rausgeschmissen. Wir sehen praktisch, wo ist er? Da, das ist Jingles, Richard, Challenger ist auch da, Wargaming Höchstprominenz, alle am Start. Naja, also von dem her, Adventure-Programm ist gegeben, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich kann auch vielleicht zumindest mal duschen und die 4 Stunden Schlaf waren auch nicht wirklich viel. Also naja, mal schauen, wie es weitergeht. Still have these black hooks dotted around, and they're the hooks that they would have tied their hammocks up to. So, wir haben uns hier in einer schönen, netten Runde zusammengefasst und gerauft. Und bevor wir gefunden ist schöner, wir nehmen das Wort gefunden und ersetzen das gerauft durch gefunden. Ja, wir sind hier 5 nette Leute. Wir fangen am äußersten Ende an. Da haben wir Olli aka Storyteller von buff.de. Mhm. Daneben links von ihm und rechts von euch ist der Motility. Für alle, die jetzt endlich mal in Live-Bildern und in Farbe und Bunt. Dann RioCut natürlich. Hallo. Sanassi. Und ich bin auch dabei. Aikaramba übrigens, für alle, die ihn nicht kennen, das ist der Andreas aka Aikaramba. Oder ich. Besitzer von Vodcom. VG News, Entschuldigung. Vodcom ist tot, langlebige liebe VG News. Nein. Wir haben jetzt den ersten halben Tag hinter uns gebracht von Wargaming, von diesem netten Event. Und was haben wir heute gemacht? Ein U-Boot haben wir betrachtet. Wir gehen auch darauf genau ein, aber dass ihr mal wisst, wir haben ein U-Boot betrachtet, waren jetzt auf der HMS Cavalier, das ist ein Zerstörer. Sind ja, wir gerade auch immer sind, noch. Sind wir, also das ist hier gerade eine der Kabinen. Genau, ja, wir sind die Offiziersmesse sogar. Ne? Offiziersmesse. Deswegen ist hier so schöne Ledercouch und wir haben effektiv gesehen sogar besser Platz. Ich habe was richtig Geiles gelernt heute. Wir haben gelernt, dass der Captain dieser Offiziersmesse nicht ohne Einladung der Offiziere betreten durfte. Finde ich eine total geile Idee, dass sie einfach mal auch ihre Privatsphäre hatten und wahrscheinlich über den Captain lästern konnten, ohne dass er kommt. Die durften sich auch besaufen. Ja, er stand dann nur da vorne in der Tür. Ja, jetzt vielleicht einfach mal so, was waren so bisher eure Highlights des Tages? Ja, der Zerstörer eigentlich. Also er ist wesentlich geräumiger, als ich mir das vorgestellt hätte, wobei man natürlich sagen muss, auch wenn wir heute wieder gelernt haben, es ein Notprogramm war, um halt der U-Boot-Bedrohung Herr zu werden, trotzdem extrem high-endig schon eigentlich. 1944 dann halt in Dienst gestellt und man merkt, das ist natürlich nicht so eine kleine Nussschale, wie sie halt 1939, 1940 dann halt noch in Dienst gestellt wurden. Da habe ich mal immer eine Doku gesehen über die amerikanischen Zerstörer, die dann per Landlease rübergekommen sind. Also mit den Dingern wäre ich nicht über den Atlantik gefahren. Ja. Also gerade, was ich auch da sehr spannend finde, ich glaube, die offizielle Bauzeit waren 4 Jahre geplant.
Ja, oder war was geplant, es war vorgesehen, hätte 4 Jahre hätte es gedauert und haben sie dann in 18 Monaten durchgezogen. Deswegen war qualitativ das ein oder andere Detail ab und dann noch so ein bisschen, ja, broken. Ja. Aber vielleicht so die Highlights weiter. Mut bei dir? Ich habe mich auf die Fresse gelegt in einem U-Boot. Ist auch ein Highlight für alle, die ich habe es leider nicht gesehen. Wahrscheinlich aber trotzdem. Wahrscheinlich trotzdem, aber amüsant, kann ich mir vorstellen. Rio? Ich habe 2 Highlights. Einmal war es das U-Boot. Also ich war noch nie tatsächlich in einem U-Boot. Das war zum ersten Mal, dass ich eins so live besichtigen konnte. Gibt ja mehrere U-Boote an verschiedenen Orten, die man begehen kann. Für mich war es das erste. Fand ich sehr spannend, sehr eng. Und einfach mal die Dimensionen so erzählt zu bekommen. Irgendwie 60 Mann Mannschaft, 21 Betten nur, die in Schichten geschlafen haben. Man konnte sich darauf nicht waschen. Also es war schon ein bisschen miefig. Die Leute haben nackt in den Betten geschlafen und ja, der eine ist zur nächsten Schicht gegangen und dann durfte der nächste sich in sein Mief reinlegen und so. Ja, muss man sagen, da hat man schon echt Abstriche machen müssen, sage ich mal. Das zweite Highlight war auf jeden Fall die Cavalier. Irgendwie nenne ich jetzt beide Schiffe, aber ich möchte es noch präzisieren. Und zwar einfach mal die Dimension wahrzunehmen, was für fortschrittliche Waffensysteme es schon zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Baujahr war 1944. Und die raketengesteuerten Waffensysteme beispielsweise, wo dann wirklich noch die Raketen von der Besatzung gesteuert wurden, in die Nähe des Flugzeuges und dann erst einen Annäherungssensor quasi übernommen hat. Und kannte ich so vorher noch nicht die U-Boot-Mörsergranaten. Also wirklich die Technik, dass keine Wasserbomben, die ja nur effektiv waren, wenn sie ein U-Boot direkt getroffen haben. Ja, oder halt sehr, sehr nah. Oder sehr nah waren, genau. Und diese Mörsergranaten, dadurch funktionierten, dass sie eine Druckwelle produziert haben, die ins Center quasi drückte, wo das U-Boot sich befand. Und das fand ich schon sehr clever. Kannte ich so noch nicht, war für mich was völlig Neues. Wäre interessant gewesen. Noch sie? Ja, bei mir war es auch das U-Boot. Allein die Mark 8 Torpedos, die da drin waren, hast du dir noch gesagt, 1,5 Tonnen diese Teile. Ich glaube, die waren 5 Meter lang oder sowas. Mhm. Also so ein Durchmesser, also wirklich ein Riesendinger. Das fand ich bemerkenswert halt. Also die mussten dann ja wirklich da vorne diese 6 Torpedoschächte an der Front halt. Ne? Und das war so eng alles. Also ich habe mir nur so gedacht, wenn jetzt um dich rum, du bist unter Wasser und dann rumpelt das doch mal irgendwie, wenn du im Kampfeinsatz bist und so weiter. Also nee, also mich hätten da glaube ich keine 10 Pferde reingekriegt. Nee, also einmal durchgehen, das war ein Highlight auf jeden Fall, aber im Einsatz als Soldat da drauf dienen, nein, danke. Und deswegen, ich muss mal jetzt hier mal diesen Vergleich, also das war ja ein Nachkriegs-U-Boot, die Ocelot, ein modernes petroelektrisches U-Boot, wenn ich mal das Typ 7, was in Lavoe liegt, das fühlt sich deutlich geräumiger an. Also ich so als 1,90 Meter Mensch musste mich in diesem britischen U-Boot echt ganz schön klein machen und durchdringen, was im Typ 7 nicht so der Fall war. Hatte ich auch das Problem, ich musste immer extra meinen Rucksack abschnallen, den durch die Luke liefen, mich dann durch die Luke ziehen, meinen Rucksack wieder anziehen. Also wir haben uns vorher gefragt, ob wir noch Gepäck loswerden wollen. Ich hätte da vielleicht ja sagen sollen, denn mit dem Rucksack durch das U-Boot zu krauchen, das war schon ein bisschen challenging. Also ich muss auch sagen, also gerade auch mal in Anbetracht dessen, das U-Boot selber ist 80 Meter lang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Es sind 70 Leute Besatzung, also gerade mal sozusagen in Anführungszeichen auf jeden Meter kommt schon wieder eine Person. Das würde ich schon im Real Life schlimm finden, wenn es so mal einmal passiert. Und das haben die Leute, die dienen da 3 Monate am Stück darauf. Das ist schon sehr beengt und muss man schon machen. Und ich muss sagen, ich habe es mir persönlich auch so ein bisschen vielleicht schöner geredet, weil ich bin großer Fan von dem Film Das Boot. Und das fand ich immer irgendwie sehr beeindruckend, die Szenen und die Szenerie und man ist da unterm Wasser und das ist halt einfach was anderes. Und das dann doch gefühlt, auch wie es schon heißt, eben auch bei dem Nachkriegsboot, was eigentlich dann so gesehen schon viel bessere, neuere Technik hat und man kann sie auch besser waschen oder sonstiges. Und man merkt dann erst so, okay, das ist dann doch nicht so schön, wie es vielleicht die Fantasie ausmalt. Aber einfach einmal im Leben in einem U-Boot zu sein, das war für mich ein Kindheitstraum und deswegen war es auch bis jetzt definitiv mein Highlight, weil da einfach mal reinzugehen, ist schon sehr, sehr besonders. Ein Wort noch zu der Technik. Was mich total überrascht hat, war, dass die Torpedos, die Nossi gerade schon angesprochen hat, dass die 60 Jahre lang verwendet wurden. Das heißt, 1926, hat er gesagt, wurden die in Dienst gestellt und die wurden bis Mitte der 80er weiterverwendet. Wahrscheinlich in modifizierter Version oder Fassung, aber trotzdem. Das Grundgerüst war das gleiche. Krass, oder? Ja. Also das war schon sehr besonders. Also ich glaube, wir haben bisher heute schon viel gesehen. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte für euch? Vielleicht Kreuzer, freue mich! Vielleicht mal zur Dimension vom Platz auf so einem U-Boot. Andi hat es ja gerade schon gesagt, jeder Meter ein Mensch.
Könnt ihr ungefähr vergleichen, wenn ihr schon mal auf der Gamescom wart. An einem Samstag. Und dann stellt euch das durchgehend 3 Monate lang vor. Oh Mann. Dann habt ihr so ungefähr... Ohne gewaschene Crew. Und, ja, auf der Gamescom auch so. Genau, genau. Und ungewaschen. Dann habt ihr so ungefähr die Dimension, wie das so zu erleben war. Ja. Ansonsten freuen wir uns, glaube ich, alle auf die deutschen Kreuzer, die wir heute noch spielen dürfen. Ja, genau. Definitiv. Also da geht es dann gleich hin nach der Mittagspause. Ja. Ja. Und Nossi und ich sind die Einzigen, die beim U-Boot überhaupt Platz hatten. Ja. Also das Schöne war, also Mo und ich hätten da wirklich springen können. Wir hatten wirklich zur Decke so viel Platz. Also ich saß dann eher alle. So da. Ja, ja. Hallo. Man muss dazu sagen, er ist 1,90, ich bin 1,74. Also ja, wir sind ein fitter Passer. Aber vielleicht auch da, als, gar nicht hier zu kaschieren, als, ganz kleine, als ganz kleine Randnotiz, der letzte gediente Kapitän, der auf dem U-Boot gedient hat, war auch knapp unter 2 Metern. Und dementsprechend, der hat es jetzt nicht immer nur so 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde gehabt, sondern hat 3 Monate gemacht. Und von dem her also schon sehr spannend. Das haben ja unser Tourguide auch erzählt, dass die Royal Navy bis heute keine Größenbeschränkung hat. Das heißt, es dürfen Männer und Frauen, weiß ich nicht, ob Frauen auch zugelassen sind auf U-Booten, aber jeder Größe halt auf diesem Booten halt Dienst tun. Das finde ich krass. Oder? Ja. Ja. Also man, allein wenn man mal die Kajüte von dem oder das Bett mal von dem gesehen hat, das war ja nur so ein 1,70 oder 1,80 Ding, also ganz knapp bemessen. Und wenn der wirklich, also der muss wirklich so geschlafen haben. Ja, also nee, aber auch nicht schräg, du konntest ja auch nicht schräg liegen, weil du hast, das war nur so ein breites Bett. Nee, überhaupt nicht. Und geschrieben hat dann so. Ja, also das stelle ich mir extrem beengt vor, wenn man sich nicht einmal schlafend mal wirklich aussteigen kann. Ich meine, man kennt das, man wacht morgens auf, dann ist das eh nicht das bequemste Bett. Und dann, man will sich ja auch mal stellen, das kann der gar nicht da drin. Also der muss sich so nach vorne strecken. Ne? Und als Captain eines U-Boots zu werden, dabei fast 2 Meter groß sind, das muss man wirklich wollen. Da muss man Eier haben. Auch kleine Zeitnote, ich habe gefragt, weil es war ja in der deutschen Kriegsmarine zumindest so, dass der Kapitän dort mal ausgereicht hat, um so ein Boot zu kommandieren, weil es waren ja keine Schiffe, sondern Boote. In der Royal Navy sind es tatsächlich Captains. Ah, also nochmal eine Rangstufe drüber. Mhm. Obwohl sie trotzdem als Boote klassifiziert werden. Das ist vielleicht so eine nette kleine Zeitnote. Okay. Ja, interessant. Gut, ja, dann haben wir es eigentlich. Ich glaube, wir sagen für dieses Video. Mittagspause ist rum. Ja, wir gehen gleich erstmal zocken. Eine Kleinigkeit noch: 25.000 Abonnenten. Yay! Ja, dann Glückwunsch mit den 25. Wir machen das auch alle. Das dauert noch ein bisschen länger. Ich sag halt aber, was er macht, was er wollte. Ich habe immer 25.000. Also, tschüss, Sikowski. Tschüss. Ciao. Ladies and gentlemen, Mr. Victor Castillo. So,
Also, jetzt haben wir hier die Pressekonferenz hinter uns gebracht und da haben wir jetzt endlich Hand anlegen dürfen an die deutschen Schiffe, die deutschen Zerstörer, sogar die polnische, der polnische Zerstörer war auch dabei. Und ja, das schaut hier so wie folgt aus. Also man hat hier dann da gesessen. Hier auf der Stage war dann Viktor Kiesli, der CEO von Wargaming, am Start. Und ihr seht, da sind die Jungs und Mädels überall am Zocken. Da hinten ist auch noch Jingles irgendwo. Also hier macht es auf jeden Fall Spaß. Und wir schauen doch mal. Da ist nämlich der Rio. Rio zockt hier in dem Fall die Admiral Hipper. Und Rio, vielleicht ein kleines Fazit. Wie gefällt dir die Deutschen bisher? Was hast du bisher gesehen? Ich habe bisher gespielt die Dresden, die Admiral Hipper und die Hindenburg. Ja. Gefallen mir bisher sehr gut. Was ich ein bisschen schade finde, wir können hier leider nur Stock spielen. Also man kriegt nicht so den ganzen Eindruck, wie sie wohl voll ausgebaut ist. Die Hindenburg hat mich bisher wirklich ziemlich beeindruckt. Also das ist echt ein Schiff, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe ja auch die anderen 10er Kreuzer schon spielen können. Da gibt es ja wahrscheinlich auch bei Andi Videos auf den Kanälen. Da hatten wir ja damals die Möglichkeit und die Hindenburg gefällt mir aber ein Stück besser. Die ist extrem präzise, macht wirklich Spaß, weil da, wo man hinschießt, kommen die Kugeln auch an. Und ja, das gefällt mir immer sehr gut. Ja, hab's gehört, vielen Dank. Und also von dem her, ich habe es auch gespielt, Hindenburg auch wirklich ein tolles Schiff und ich habe gleich mit der Nürnberg mal eine 2K Basis XP Runde hingelegt. War auch sehr, sehr geil und das mit dem Stockschiff. Von dem her, ja, ich hoffe, ich kann da noch viel mehr zeigen, aber bis jetzt läuft es ganz cool. Also bis zum nächsten Mal. Obviously, as you know, I came on really from World of Tanks. That was my background. That was, you know, British Army and all the rest of it. So when those years ago, it must be 2 or 3 years, when World of Warships was obviously being talked about and discussed on the development side of it. And I think really, at that stage, obviously I'm not an expert on the ships or the Navy or anything. That was not my area of expertise. But what we already had those links with a lot of the organisations, and much of this in the historical world of everything is about who you know as opposed to what you know. So we had a lot of links, like the director of Bomington Town Museum knew the director of Chatham, who knew somebody else, who blah blah blah. So it made the research side of it slightly easier for us. And of course, from my perspective in the military, I've got a lot of friends who served in the Royal Navy. And of course, we always had that love-hate relationship between the Army and the Navy. You know, we were great friends, but we hated each other, that sort of thing, as I'm sure you get exactly the same in the German Army and the rest of it. So yeah, that's really where it started from that. And to be fair, the job-wise, I mean, that initial, like for tanks, when you're asked for research information, it doesn't really matter if it's for a tank or if it's for a ship, it's the same information. And we found very quickly that it was actually, in some respects, a lot easier to find the information for the ships than it ever was for the tanks. For a number of reasons, but really the main one were, of course, there are not hybrid ships. So like we had, you know, the hybrid tank with the Sherman turret and the AMX chassis and blah, 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 and all these thousands of different varieties and different this and different that. With ships, it was a lot more straightforward, and also, they're obviously a lot bigger, there are a lot less of them, so all the documentation was actually kept. So we had, you know, it was easier, it wasn't easy, but it was easier to find the blueprints and the research material to start with. So really it was that, the reason I came on board initially was just to do that research side of it, because we knew the people, and that was the basis of it. So I don't profess to be a naval expert whatsoever. And I had a lot of friends, as I said, who we did get in for feedback. We did let them see, said, look, you know, we're doing this game, have a look at this, you know, and we spoke to a lot of people who served on the ships. Is this the way it moved? Is this where it maneuvered? Does this look right? What was it like doing this? That was it. So I can't remember what your question was now, but that was that's everything that's about it, yeah, really. Exactly. So I would imagine that eventually we will have the equivalent to, you know, the chieftain and the challenger and that sort of thing. I'd imagine, I don't know, I'm just speculating here, that we would have somebody to do the ships who actually served on them and obviously can give us a lot more feeling for what it was like than I possibly could. So, London Flughafen Gatwick, es ist der Abflug. Endlich ist es soweit, wir kommen zurück. Es war eine
turbulente und unglaubliche Nacht, von der ich nachher noch in Ruhe erzählen werde, wenn ich sozusagen ein Fazit ziehe. Aber es war verdammt cool. Aber jetzt, wie gesagt, fliegen wir erstmal wieder Richtung München. Ja, also das ist jetzt nun das Abschlussvideo. Ich bin, wie ihr seht, gut daheim angekommen. Es ist extrem anstrengend gewesen, das muss man schon mal sagen an dieser Stelle. Aber so ein kleines Fazit will ich auf jeden Fall dann doch nochmal machen. Also die Hinreise war aufopfernd, würde ich es nicht sagen, aber anstrengend ist es schon ganz gut. Aber es kann keiner was dafür, zumindest erstmal nicht Wargaming, weil die Anreise selber... Der Flug war 1,5 Stunden verspätet, der Shuttle, der eigentlich da kommen sollte, aufgrund anderer Verschiebungen im Flugplan bei anderen Teilnehmern war auch verspätet, deswegen hat der Shuttle so auch dann da so ein bisschen dazwischen geworfen. Auch nochmal 1/2 Stunde später, nichtsdestotrotz, um 3 Uhr morgens dann im Hotelzimmer, so wie ich es ja auch schon gesagt habe. Und dann der Feueralarm in der Früh. Naja, das war natürlich keine guten Vorzeichen. Der Tag dann war aber super cool, der war richtig, richtig toll, die 3 Schiffe zu sehen. Das da mal durch ein U-Boot zu stapfen und alles andere. Die Leute waren top, also das war Mutality, Sir Nossi, Ryukat, Ingo, Tom, Storyteller, Van Bergen und dann am Abend noch Victor Kisli kennengelernt, den man ja so sonst eigentlich nur auch von Bildern kennt, der ja für einen gar nicht greifbar ist. Der hat der ist Chef von Wargaming, also der ist jetzt nicht mal so hinterhergelaufen, sondern es ist ein richtig hoher Mensch, der richtig menschlich ist. Also er ist, man kann viel Spaß mit ihm haben, das kann ich mal so erzählen. Das war der Hammer. Dann natürlich beim Rückflug der Kater, war ordentlich, aber unterm Strich gesagt war es ein ganz, ganz tolles Event. Also vielen Dank an Wargaming nochmal für diese Möglichkeit überhaupt, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video so ein bisschen Eindrücke von dem erleben, wie es ich erlebt habe. Das wäre mir sehr wichtig, weil es war super cool, es hat Höhen und Tiefen und unterm Strich, ja, mehr davon. War hammer cool, es hat mich sehr gefreut. Aber ich bin auch froh über diese 1,5 Tage Intensivität, dass die jetzt, oder Intensität, dass die jetzt vorbei sind und ich ein bisschen zur Erholung, ein bisschen zur Ruhe und ein bisschen einfach schlafen kann. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielen Dank, euer Ein Karamba.